6.35 Uhr. Oh, wir starten den Stream. Sind gerade aufgestanden. Und wir spielen Dungeon 3. Wir spielen natürlich weiter in der Geschichte. Das frühe Böse fängt den Helden. Das Problem dabei ist, ich muss mich ja noch selbst einholen. Das Ende von Jaina. Nein. Der Sturm auf Dolaran. Nein. Talia hatte die die Überfahrt. Nein. Verfolgt von Thanos zog die das Ende von Burgers End. Nach dem unrühmlichen Ende von Grimli hatte sich die Armee die Schlacht um Stahlschmiede. Die Armee des brutalen Bösen hatte, angeführt von Talia, die zwergische Stadt Stahlschmiede erreicht und machte sich zum Sturm bereit. Im Inneren plante der aufbrausende Zwergenkönig Grimli die Verteidigung. Genau, da waren wir das letzte Mal. Diesmal auf höllisch. Let's go. Möge Talia siegreich sein und das Gute vernichten, das ja eigentlich das Böse ist. Weil, oder sind wir das Böse? Nein, doch, wir sind okay, das Böse. Ihr Weicheier, haltet euch bereit. Diese Mistgurken des Bösen werden bald zusammen mit der verfluchten Dunkelelfengöre hier auftauchen. Aber Stahlschmiede ist eine Festung, an der sich das Gewürm die Zähne ausbeißen wird. Also geht auf eure Posten. Und vergesst nicht, die Elfe gehört mir. Aus ihren Ohren mache ich mir verdammte Pantoffeln. Habt ihr das Grollen gehört? Sie sind hier. Ich spüre es in meinem rechten Hühnerauge. Schickt die Späher aus und bereitet den Todeshammer vor. Todeshammer. Endlich war der Zeitpunkt der großen Schlacht gekommen. Talias Truppen hatten sich auf schnellstem Wege von den Sümpfen von Aschenquell hierher durchgearbeitet und brannten voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. So würde ich das nicht sagen. Ich versuche immer noch mein eigenes Ich wieder zum Guten zu bekehren. Also ein Teil von Talia brannte voller Wut und Entschlossenheit auf dieses finale Zusammentreffen. Ein anderer wollte lieber Arbeitskreise bilden und sich um den Bonsai-Garten kümmern. Ignoriere meine kurzen Aussetzer. Ich mach diesen verdammten Zwerg platt. Der hat seine letzten dummen Sprüche über Elfen geklopft. Seinen Bart werde ich zu Handschuhen verarbeiten. Was haben nur alle damit, Teile des Gegners als Pantoffeln oder Handschuhe zu verwenden? Das ist unglaublich unhygienisch. Nun war es also soweit. Talia begann, für das erratische Böse eine großartige Armee auszuheben. So, wir bereiten schon mal vor. Das ist dann schon zwar so weit, wie wir können. So, kaufen schnell noch ein paar Minions. Müssen dringend hier die Kaserne erforschen. Oh, da ist mein Zwergentrupp verschüttet gewesen. Gut, dass du ihn gefunden hast. Ich hatte gar nicht nach ihm gesucht. Los, Männer. Macht den Dungeon platt. Ne, nischt es. Okay, ein paar Zwerge gefunden, das ist jetzt nicht so gut. In diese Richtung, deswegen das hier kurz abbrechen. Wir brauchen ja eine Goldreserve. So, okay, wir brauchen eine Hühnerfarm. Das grabwütige Böse stieß auf einen Raum, in dem einige Zwerge eingeschlossen waren. Wie auch immer die dorthin gekommen waren, sie sahen überhaupt nicht dankbar aus. So, Hammer. So, wir sagen hier hinten dann Goldhammer. Sehr schön. Dann mal her mit der Armee. Erforschen. Bam. So, Vortex-Hammer. Knufarm-Hammer auch. Wunderbar. Brauchen nur Minions, die für uns ausarbeiten. Hier hinten haben wir schon wieder Gold. Sehr, sehr schön. Dann machen wir den Raum auch gleich größer. Auch wenn sich hier nicht bauen lässt. Warum auch immer. So, zuerst mal die Horde ausheben, damit wir ein paar Abwehranlagen haben. Also ein paar Abwehrjungs. Ich bin ja völlig, das heißt, da kommen mehr ins Dungeon rein. Schneller, Jungs.
Schneller. So, alle dreimal kurz unterstützt. Liebevoll geklatscht. So, das hat schon mal das Hordenfeld. Kommt der Hühner rein. Wir haben null Forschung. Da müssen wir dann in die Oberwelt gehen. So, Hühner haben wir. Das ist gut. Kommt doch mal eine Schatzkammer rein, weil nochmal 15.000 obendrauf. Genau, das haben wir soweit zu. Alles gut. So, machen wir gleich zur Goldkammer hier. Ah, deswegen kann man die bauen. Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Oh, das ist nicht gut. Okay, noch bewegen sich die Drachen nicht. Wir kriegen aber auch kein Gold. Weil die ja nicht weiterbuddeln hier. Ganz schlecht. Vielleicht kann man es zubuddeln mit etwas Glück. Das bezweifle ich. Okay, dann diese Goldader erstmal nicht abbauen. Sondern hier in aller Ruhe. Hier sind Zwerge. Wir brauchen jetzt Gold. Her mit dem Gold. Bisschen zackig. Kein Gold, kein Spaß. Eine Mana-Kappe könnten wir auch gebrauchen. So, machen wir hier am besten. Den Vortex hin. Hey, Talia, sperre deine spitzen Lauscher auf. Ich habe eine Überraschung für dich und die Höllenbrut. Etwas Weltbewegendes. Los, Männer, betätigt den Todeshammer. Bei der Göttin, das ist... Grimli hatte einen gigantischen Riesenhammer erbauen lassen, den Todeshammer. Dieser sorgte nicht nur für eine Erschütterung der Macht, sondern auch des Bodens und erzeugte so ein massives Erdbeben. Die Auswirkungen waren im Dungeon deutlich spürbar. Insbesondere das Dungeon-Herz würde nur wenige solcher Schläge vertragen können. Na, wie schmeckt euch das verdammte bösartige Brot? Jetzt müssen wir das Ding aber erst wieder ein paar Minuten lang aufziehen. Aber das war es verdammt nochmal wert. Bleibt sitzen und genießt die Show, verdammter Abschaum! Grimli machte Talia und dem verdutzten Bösen auf seine liebenswerte und Beleidigungen versprühende Art klar, dass Einigeln nicht viel bringen würde. Der Riesenhammer musste zerstört werden. Wir können nicht hierbleiben, das Ding muss zerstört werden! Nachdem ich es jetzt kurz analysiert habe, habe ich eine große Schwäche entdeckt. Etwas durch die 2 Meter große Kühlklappe werfen, um den Reaktor zu zerstören? Was? Star Wars. Das Ding steht da rum, also können wir es kaputt schlagen. Warum habe ich hier eine ausgefeilte Taktik erwartet, wenn ich mich mit blutrünstigen, nicht gerade intelligenten Kreaturen des Bösen abgebe? Ah, ich verklick mich immer, ich will immer hier Orks holen. So, zack. So, wir müssen das hier freikämpfen, es sind noch 3 Drachen drin. Drachen sind sehr gefährlich. Gleichzeitig brauchen wir auch die ganzen Abwehranlagen. Wir nehmen alle und schmeißen hier alle rein, komm. Das muss klappen. So, die sind am Anfang kurz gestunt. Einige sind schon Level 2. Ein Drache weniger, bleibt noch einer. Sauber. So,
schnell noch das Drachenherz zerlegen. Das heißt, da unten sind wir erstmal safe. Das Herz heilt sich hoffentlich. Jawohl, geringfügig, aber tut es. In 10 Minuten schlägt, ein paar Minuten schlägt der Hammer wieder ein. Bis dahin brauchen wir eine optimale Armee. Aber das kriegt man hin. Ah, da kommt schon eine Echse. So, alles was wir forschen können, forschen. Vortex klar einpacken. Mehr Minions. Viel mehr Gold. Ist natürlich klar. Das Lager hinten ist gleich weg. Sehr, sehr schön. So, hier wollen wir den Vortex reinhauen. Das Problem ist jetzt, dass ich jetzt schon für den Anfang Dings benötige. So, damit hier zwei Maschinen reinpassen. Vierte Fallen. Ganz kurz heilen, bevor die erste Welle kommt hier. Ja, da können wir noch ein bisschen Einkommen noch kaufen. So. 250 Gold, jetzt brauchen wir Gold. Ganz schnell, ganz viel. Aber jetzt gilt es ganz schnell hier Dings zu organisieren. Wie heißt es hier? So, noch ein Minion kaufen, also Unterstützung. Nee, ich hätte gerne noch einen Ork ab 300 Gold. Da haben wir ihn. Da ist er. Halt. Falsch. Noch ein Ork eingepackt. Sehr schön, alle Orks da. Das hier wird für 25 so. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, darauf haben wir gewartet. Das ist eine größere Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist viel. Eine ganze Menge. Weiß ich nicht, ob ich siegreich bin, dann ziehe. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Oh, das wird jetzt eine böse Schlacht. Da nehmen wir Verluste, ganz klar. Was wollt ihr? Den Riesenhammer. Wann wollt ihr ihn? Jetzt! So, und egal wie, die muss ich jetzt alle mitnehmen. Das Böse wird siegen! Böse wird siegen! So, oben haben wir schon mal eine Forschungsinsel, gleich hin da. Mein Dämon ist angeschlagen, mein Ork ist angeschlagen. Dämon heilt sich. Ork nicht. Zahltag. Aber das reicht jetzt zumindest für die erste Forschung. Sehr schön. Gleich zurück können sie sich heilen. Und ich muss eine Kreatur nachkaufen. Ganz blöd. So, als erstes holen wir uns Nagas. Bam. Jetzt geht's los. Sammeln und ganz schnell hinten fallen. Fallen, fallen, fallen. Wer die Fallen hat, der hat die Macht. Und wir wollen die Fallen. Wir wollen aber nicht nur die Fallen. Machen wir am besten hier im Friedhof. Weil dann komme ich nochmal Heldenunterstützung. Also Untote. Weil für jeden toten Helden, der reinkommt. So, gleich mal hier dafür sorgen, dass schon mal vorproduziert wird. Noch ein Feld abbauen, okay. Machen wir gleich zwei am besten. Haben Gold für ein paar Schnodder. So, kommen wir schon mal auf 11 Arbeiter. Und
ich kann mir den Friedhof nicht leisten. Gerade der Friedhof ist jetzt wichtig. Das leichenblasse Böse hatte einen Friedhof errichtet. Von nun an konnte es dort selbst für wandelnde Tote sorgen. Praktischerweise wurden Helden, die den Löffel abgegeben hatten, hier entsorgt und in hirnlose Zombies verwandelt. Das ist gut. Alternativ konnten dort auch schreiwütige Benjis dafür begeistert werden, sich der Armee des kreaturenverheizenden Bösen anzuschließen. Nee, so nicht. Der Raum reicht ja so. So, das Ende ist hier schon erreicht. Hier können wir nicht weiterkämpfen. Naga ganz schön rekrutieren zum Heilen. Machen wir. Naga. Kreaturen. Und hier kann ich noch eine Banshee rekrutieren. Muss aber unbedingt erweitern. Bevor ich das aber mache, erstmal hier ganz schnell Fallen bauen. Teil hier vorne wegnehmen. So, die stellen jetzt Werkzeugkisten her. Das war das schon beantragt, oder? Ja. So, hier können sie jetzt Werkzeug herstellen, das ist gut. Wachstube nicht. Sondern hier Tüftlerhöhle, genau. Für 50 gibt es noch diese. Perfekt, so. Bauen das fast immer noch denselben Schema auf. Das reicht mir ja. Jetzt muss ich nur noch die Goldbuddeln. So, ganz schön mal alle Kreaturen nehmen. Hinten diesen Raum hier ganz kurz freikämpfen. Von den Zwergen. Tüftlerhöhle fertig. Sehr schön. Kommen Sie, wie Sie das schnell aufbuddeln. Fantastisch. Kostet mich aber 8 Kisten, die wir nicht haben. Ich habe nur 4. So, aber ich könnte jetzt Kreaturen einmal erweitern. Perfekt. Die kommen noch anspaziert. Wieder 5. Magierin, 3 Bogenschützen, Waldhüterin sind ja schon größer als vorne. Schützin und ein Lehrling. Zauber. Kein Problem. Kein Problem. Hoffe ich. So. Werkzeugkisten werden hergestellt. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Wir werden den verdammten Dungeon platt machen. Ich muss den Hammer ausschalten, so schnell es geht. So, jetzt kann getüftet werden. Das heißt, hier mit der Tüftlerwerkstatt hat hierher mit dem Ding. Ja, passt ja so. Ja, passt so. Die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Wird schon passen, muss passen. So, 2 Zombies. Sehr, sehr schön. Kreatur kann ich noch nicht. Das heißt, wir holen uns noch eine Kreatur. Bam. Kommt uns noch einer. So. Holen uns jetzt schon mal noch eine Naga. Nehmen alle Kreaturen. Tod allem Guten. Es muss sterben. Sollen wir das vom Dungeon hinterlassen hier, es aber. Ist Zahltag. Kein Rock, weil wir haben kein Gold. Das heißt, sie schreiben. Ersten. So, jetzt haben wir ein bisschen Gold. So, und jetzt würde ich sagen, auf zum Hammer. Den ersten. So, nachrekrutieren, damit wir hier Fallen bauen können. Besten Ork. Wir haben 4 Kisten. Na dann mal her damit.
Als erstes eine Tür. So. Eins. Zwei. Und jetzt hier rein Pfeilhagel machen. Achso, brauchen wir. Okay, die ersten drei Fallen sind dann schon fast einsatzbereit, aber eben nur fast. Und wir marschieren jetzt Richtung ersten Hammer. Wir haben ein Abenteuerlager. Gleich weg damit. Meine Zombies sind leicht angeschlagen, aber das stirbt nicht. So, forschen können wir schon mal hier. Jetzt heißt es Talia stärken. Sie ist so unglaublich stark. So, der Hammer schlägt in 2 Minuten zu. Tochter. Bedenke noch einmal deine Taten. Du kannst immer noch umkehren. Es muss heute niemand sterben. Außer diesen widerlichen, bösen Kreaturen vielleicht. Aber sicher nicht Grimli oder du. Der Typ ist hartnäckiger als diese Callcenter-Lemminge, die mir ständig irgendeinen Mist andrehen wollen. Ich denke auch, dass wir das alles nochmal überdenken sollten. Vielleicht ist es jetzt Zeit, dass Zwerge sterben. Jetzt Fallen über Fallen hierher setzen. Damit wir so viele wie möglich schon von Anfang an ausschalten. So, 3 weitere Fallen. Ist bis jetzt noch keine einzige. Doch, jetzt die erste Falle kommt an. Was hier? Alles Gute muss sterben. Wir haben sogar eine Banshee hier. Können wir die wiederbeleben? Weil die würde ich schon gerne mitnehmen. Jetzt heißt es den Hammer dann ganz schnell ausschalten innerhalb von einer Minute. Nein, können wir nicht. Okay. Alles klar. 1, 2, 3. Okay, das ist eine Menge. Forschen, forschen, forschen. Talia. Die Macht ist unbeschreiblich. Weil der hätte ich gerne Stufe 3 bei ihr. Damit sie Nachtschatten projizieren kann. Das Tolle ist, die Fertigkeit setzt die alle automatisch ein. Das ist das Schöne, dass sie fällt. Ich werde das Land vernichten. Okay, der erste Hammer wäre dann also voraus. Heiltrank, alle heilen, wunderbar. 13 Sekunden. Kann ich zwar nicht zerstören innerhalb der 13 Sekunden, aber für die nächste Runde kriege ich ein Blatt. Den Hammer. Oh. Lebenspunkte gehen ganz schön runter. Wir werden den verdammten Dungeon platt machen. Auf 6000 runter durch einen so einen Hammer. So viel zu deinem Todeshammer, Grimli. Oh, haben wir dein Spielzeug kaputt gemacht? Musst du jetzt weinen wie ein kleines Baby? Oh. Das wirst du büßen. Steck dir den Orden nur nicht zu früh an. Das Zwergenimperium schlägt zurück, das ist jetzt schon klar. Wir könnten das sicher immer noch friedlich lösen. Du? Wirklich jetzt? Im Augenblick meines Triumphs? Oh, du kannst einem auch alles vermiesen. Tut mir leid. Gute Güte, du bist sogar mir gegenüber gut. Schwester, du hast echt Probleme. Ich muss mich jetzt um einen Zwergenkönig kümmern und seine Stadt auseinandernehmen. Mir nach! Auf nach Stahlschmiede! Abenteuerlager? Heldenlager? Weg damit! Ich bin das Böse!
Ich verliere gleich meine Benji. Ihr wünscht? Was gibt es? Von hier ran, hier zum Heilen. Es ist Zahltag. So, Urkommen bezahlen, alles gut. Wir könnten Kreaturen noch erweitern. So, hier zwei Pferde erweitern. Drin werden sie heilt, Fallen werden gesetzt. Das ist ganz gut. Ich muss jetzt mal kurz 8 zusammensparen hier für den Pflegel. Heldenlager ist vernichtet. Dann holen wir uns schnell die zweite Forschungsinsel, damit das mit Talia ein bisschen schneller geht. Damit sie Level 3, 4, 5 wird. So, diese Heldeninsel erobert. Sehr schön. Stellen Sie mal alle dahin. Jetzt kann man schneller forschen. Das ist sehr, sehr gut. Stufe 3 erreicht. Ab Stufe 4 gibt es einen Schattenbeschwörer. Und die wollen wir haben. Jetzt können wir unten gucken, dass wir unten noch ein bisschen was beschleunigen können. Danach sieht es aber nicht wirklich aus gerade. Und ich müsste meine Benji mal heilen, weil die ist kurz vorm Fallen. Und die wird ja gerade nicht so gehalten. Ab 350. Ah, da hole ich mir lieber mehr Kreaturen. 1, 2. Wir beschwören mal. Was beschwören wir denn? Sagen wir noch ein Imp. Nahkämpfer, die den Bereich von sich Schaden aussetzt und allen betroffenen Gegner verlangsamt. Holen wir noch eine Benji. So. Alles, was im Dungeon ist. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh. Okay, so wie dazu. Was soll ich tun? Schnell zurück. Weil die können wir noch nicht alle abwehren. So. Ich komme auch schnell durch die Tür durch. Schon mal stark angeschlagen, das ist schon mal gut. Immerhin dadurch kriege ich mehr Zombies. Auch sehr dufte. Hey Talia, hast du gedacht, ich hätte nicht noch ein Ass im Ärmel? Ich habe einen zweiten Todeshammer bauen lassen. Der wird mit deinem Dungeon aufräumen. Los, Männer! Noch so ein Ding? Verdammter Mist. Bereitet euch auf den Einschlag! Mit einem Rubbeldikatz sauste der zweite Todeshammer auf den Boden hinab und sandte zerstörerische Wellen in Richtung des Dungeons. Das Dungeon-Herz ächzte unter diesem Schlag. Auch dieser Todeshammer musste schnell zerstört werden, um das Dungeon-Herz vor Ungemach zu bewahren. Damit meinem armen Hämmerchen nichts passiert, habe ich ihn mit einem SLD-26 magischen Magierturmschildgenerator abgesichert. Beißt euch also ruhig daran die Hauer aus. Großzügigerweise verriet der trottelige Zwergenkönig Grimli dem lauschenden und sich alles notierenden Bösen die Sicherheitsmechanismen. Ehe der zweite Todeshammer ausgeschaltet werden konnte, musste ein Team auf Endor landen. Musste die Armee des sternkriegslüsternen Bösen den magischen Schild vernichten. Alles klar. Dann machen wir erst den Magierturm platt und dann den Todeshammer Nummer 2. Kriegen wir hin. Wir sind gut im Kaputtmachen. Die Armee des sich umschauenden Bösen hatte einen Steinhaufen entdeckt. Mit etwas brachialer Gewalt würde dieser in die Schlucht stürzen und so etwas wie eine Brücke bilden. Computerspiellogik. So, Fallen sind geordert. Mehr Fallen, mehr. Damit die erst ja nicht hier ankommen.
So, die produzieren. Der eine verbliebene Goblin baut und baut und baut. Und wir greifen weiter an.